Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play! Ihr wisst es genau, ich weiß, dass ihr es wisst, City Skylines! So, okay, wir brauchen mehr Pumpen, da pumpt sich's auch ein bisschen schwierig hier. Beziehungsweise wir hätten jetzt eigentlich Klärpumpen nehmen können, aber gut, okay. Ich brauche auf jeden Fall mehr Saft auf der Leitung hier. So, das können wir jetzt auch zu leichter Bebauung umbenennen. Bis hier runter, im Prinzip. So, wie schaut es jetzt eigentlich mit unserem Bildungsangebot aus? Das ist eine Katastrophe. Das ist echt eine wirkliche Katastrophe bei uns. Und ich finde, dass wir hier auch unsere erste Uni in unserem Deluxe-Viertel, auch wenn das gefährlich ist hier unten, aber ich will unbedingt eine Universität haben. So, wie schaut es hier aus? Das ist immer noch schwierig. Da könnten wir hier drüben mal gucken, dass wir hier nochmal zum Beispiel eine Hochschule haben. Schulen an sich schauen gar nicht mal so schlecht aus. Die haben wir schon schlimmer gesehen. Vor allem hier unten. Machen wir noch eine her, dann sollte es auf jeden Fall erstmal halbwegs gut aussehen. Hier hinten ist noch ein bisschen mager, aber das kriegen wir alles hin. So, mehr Schulen. Freut sich natürlich auch dann so ziemlich ein jeder darüber. Katastrophenlage ist noch gut. Shelterlage ist relativ viel hier unterwegs. Das ist alles abgedeckt. Das ist abgedeckt. Hier hinten ist gar nichts abgedeckt. Das ist aber auch jetzt nicht schlimm. Wir bauen hier nochmal einen kleinen Shelter rein. Einfach um die vor Tsunamis so einen ersten Notfallplan zu haben. Der macht nichts anderes als hier Busse wegschicken. Das ist aber jetzt auch eher so pro forma, möchte ich fast sagen. Dann machen wir hier noch einen davor. Machen wir hier noch einen direkt am Eingang hin. Dass wenn irgendwas passiert hier, wenn hier irgendwas passiert, möchte ich, dass sofort die ersten Notfallmaßnahmen greifen und die ersten Fluchtwege natürlich auch gleich was in eine halbwegs sinnvolle Position kommen. So, die füllen sich nämlich hier auch schon schön. Bis auf Nahrung. Nahrung bunkern die nie so viel. Aber wir haben aus gutem Grund diesen Platz gewählt. Für diesen kleinen Shelter. Denn dieser kleine Shelter, der hier so ganz unbescholten steht. Und weiß gar nicht so recht, was er da eigentlich will. Nein, er will Menschenleben retten. Steht's ja. So, und das ist die große Hauptaufgabe, Menschenleben zu retten, aber das ist natürlich so eine Sache. Kann funktionieren, muss jetzt aber nicht. So, hier kommt nochmal ein bisschen Gewerbe rein, weil wir es dringend brauchen. Hier unten machen wir so ein bisschen Ausgleichsfläche mit etwas High-Class-Business-Gebieten. Das können wir hier bis rüber ziehen, damit wir auch ein bisschen den Strom leiten. Genau. So, ansonsten, wie schaut es hier aus? Wir haben ungebildet, haben wir 12 Bedarf, aber hier kommen nicht genug Arbeiter letzten Endes an. Ich bin für eine Verbesserung dieses Bereiches. Und zwar, ich möchte jetzt hier einen Bereich ziehen, und zwar bis hier runter. Hier nochmal einen hoch. Genau. Und dann werden wir nämlich Folgendes machen. Dann werden wir diesen Bereich hier nochmal zusätzlich anschließen. Und hier nochmal Nahrungsmittelproduktion auf... wenigstens die Industrie dazu aufbohren. Bisschen wellig hier alles, ne? Finde ich ein bisschen schwierig. So. Nahrungsmittel kommen hier auch her. Ich wollte eigentlich ein Wohnviertel. Residents should seek shelter immediately if any is available. Wow, wir sind ja voll in der Tornado Alley. 9,5. What? Warte mal, wie schaut's hier aus? Bring die Leute rein. Die Evakuierungsbusse.
Bring die Leute weg! Irgendwo ist hier ein Megatornado, meine Lieben. Die Leute kommen rein, okay. Die ersten Shelter funktionieren und greifen. Wie schaut es hier unten aus bei unserem Strandshelter? Da kommen auch viele Leute an. Der hat wieder keine Nahrung. Das müssen wir noch lösen, das Problem mit der Nahrung. Ich denke mal, ihr habt es mit Sicherheit schon geschrieben. Also er steht auf jeden Fall unmittelbar bevor. Die Evakuierungsbusse hängen hier ein bisschen rum. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are No! A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Mother of God! Oh Gott! Oh Gott! Lass ihn da weiterlaufen. Lass ihn genau in der Richtung weiterlaufen. Das ist nicht bewohntes Gebiet. Das ist nicht bewohntes Gebiet. Alter Schwede, jetzt er dreht. Oder? Dreht er? Nee, er rollt weiter in die Richtung. Erste Rettungsmaßnahmen greifen schon. Oh, da fliegen Palmen und so Zeugs mit. Ach du Schande, ey. Er geht über die Autobahn, oder? Ja. Bitte lass ihn nicht drehen, weil der macht nämlich hier so einen Bogen. Ich habe ein bisschen Angst, dass der eindreht und genau über unsere Stadt drüber semmelt, aber ich glaube, der bewegt sich hier in die Richtung weg. Ach du Schande. Unsere Rettungsmaßnahmen arbeiten hier sich mittlerweile vor. Okay. Eingestürzte Gebäude. Jetzt bleibt auch alles erhalten. Aber meine Lieben, bis das hier von unserer Rettungsorganisation übernommen wird, da müssen wir was tun. Das müssen wir beschleunigen. Wir lassen noch niemanden raus, aber wir wollen Folgendes haben. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Bauen hier noch mal eine zweite Rettungseinrichtung. So, wir haben nochmal einen zweiten Katastrophenschutzeinheitskomplex gebaut. Einfach um bei solchen Großlagen schlicht und ergreifend schneller agieren zu können. Der Zivilschutz, der muss ein bisschen besser werden. Okay, wo ist da wahrscheinlich, dass er einschlägt? Momentan noch nirgendwo. Wir lassen die Leute jetzt mal raus. 1,0 ist jetzt nicht die Welt. Die Leute müssen aber auch wieder freigelassen werden aus den Unterkünften. Und ihr seht schon, was sich da für ein Strom raus ergießt. In die Stadt, zurück zum normalen Leben. Genau, jetzt geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Auch wenn wir müssen eine U-Bahn bauen. Die Verkehrswege hier sind völlig überlastet auf der Hauptroute. Auch bis zur Nebenroute tatsächlich. Wir werden Folgendes tun. Wir werden ein U-Bahn-Netz errichten innerhalb unserer Stadt. Und zwar erstmal auf der Hauptachse. Und zwar ausgehend von hier unten. Und das wird hier sich erstmal so über die Grundfeste der Stadt quasi jetzt strecken. Bis hier rüber. Und dann dreht es hier ein und geht hier rüber wieder raus. Bis zum Industrieviertel. So. Und Variante 2 wird dann hier weitergehen.
verlegt. Das ist ein bisschen nah dran, ich weiß. Soll dann den Punkt hier hinten mitnehmen, der ja auch dann ziemlich gut beieinander sein dürfte. Und geht dann hier wieder an die Hauptroute dran. Ich hoffe, dann kriegen wir den Personenverkehr mal ein bisschen in den Griff. So, dann kommst du. Gehst jetzt daher. 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 Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Oder im Underground-Netz. So, das ist noch nicht angeschlossen hier. Da werden die Züge vermutlich durchfahren. So, und das hier geht dann hier wieder ran. Und dann verlegen wir mal die ersten Linien. Hier ausgehend, hier vorbei. Hier vorbei, hier vorbei. So, jetzt kommt er hier rum. So, das ist Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2. Und deswegen habe ich das auch nicht doppelt gelegt, sondern nur einfach. Weil dann kann ich nämlich den Schacht besser nutzen, wenn da nur eine Linie drauf läuft, also einseitig. Man kann es nämlich hier zum Beispiel rumleiten, dann stören die sich nicht. Ne? Dann ist das hier doppelt belegt, aber mit zwei verschiedenen Linien. Es läuft ein bisschen runder einfach. So, unser erstes U-Bahn-Netz steht dann tatsächlich auch schon. Und jetzt gucken wir uns die Sache mal an. Hier fahren dann auch schon die ersten U-Bahnen. Und wenn alles klappt, sollte das auch ganz gut werden. Was allerdings jetzt auch eine Idee ist, und zwar hier an dem U-Bahn-Schacht, ist jetzt eine Möglichkeit, in diesen Shelter reinzukommen. Das ist direkt der U-Bahnhof an der Notunterkunft. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Okay. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. So, und hier zum Beispiel werde ich jetzt auch eine große Notunterkunft aufbauen, weil das ist jetzt einfach so mittendrin, ja. Das ist so eine, das wäre so eine Standard-Notunterkunft, die hier einfach alles ein bisschen abklappert, gerade so die Hauptrouten. Weil hier zum Beispiel ist kein Mensch, wird hier abgeholt. Auf der Hauptlinie. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Alles sauber. So, weil dieser Schutzkomplex soll einfach nochmal in der im Hauptbereich noch ein bisschen helfen. So. Und der hier bekommt jetzt endlich mal einen Zugang. Und zwar einen hier drauf. Und dann machen wir nämlich das so, dann werden hier nochmal Wohnungen entstehen. Und hier Büros als Ausgleich. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Bis jetzt ist der Gewittersturm ganz weit weg. Er hat zwar ringsrum ein bisschen Feuer gelegt, aber so der große Effekt ist jetzt ausgeblieben bisher. Der hat sich hier unter... Ein bisschen warm geworden ist es im Tunnel. Aber jetzt so die großen Dramas haben wir hier bisher noch nicht gehabt. So, das ist alles noch... Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Okay, hier wird noch gerettet. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Also hier wird noch gerettet. Hier ist bereit zum Wiederaufbau. Jetzt meine große Frage, ist das jetzt wirklich so, dass die Straßenreinigungsdienste, wenn sie denn hier laufen, dass die sich auch darum kümmern, Straßen wieder instand zu setzen, die definitiv kaputt waren, wie diese hier?
Weil ich wage mal zu bezweifeln, dass die Straßen hier, genau, die werden nämlich nicht als kaputt angesehen. Das ist so ein bisschen das, wo ich ein bisschen mein Problem mit habe. Die Straßen gelten nicht als kaputt. Schnelleres Fahren. Straßen ohne Verbesserung funktioniert normal. Ja, hier ist nämlich auch kaputt. Die ganze Ausfahrt ist kaputt hier. Aber ich lasse das jetzt mal bewusst, weil ich wissen will, ob die das wieder aufbauen können, wenn die hier reinfahren, weißt du? Ob jetzt, wenn hier Straßenwartungsfahrzeuge rausdüsen, ob die jetzt gezielt auch zum Beispiel das wieder aufbauen können. Weil das ist natürlich die Schneise gewesen, wo er lang ist. Im Übrigen schaut das jetzt mittlerweile auch wieder renaturiert aus. Das gefällt mir auch sehr gut. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning. Sehen wir hier irgendwo ein Fahrzeug? Hier ist eins. Citizens are advised to stay indoors. Weil solange natürlich diese Untergrundgeschichte nicht mehr läuft, ist es klar, dass die ganze Stadt wieder verstopft ist. Müllberge ist klar. Ich will das aber ganz bewusst gerade wissen, weil ansonsten musst du das ja jedes Mal manuell reparieren. Das wäre ja total doof. Und eigentlich ist dafür ja so ein Straßenwartungsdienst ja da, der Straßen wieder herzurichten, wenn sie mal kaputt waren. Ich meine, die haben natürlich jetzt mit Sicherheit auch einen Haufen Arbeit, weil, ne, die müssen ja alles warten. Aber ganz ehrlich, die Hauptstraßen, viel zu tun ist da jetzt auch nicht, ne? Ein kaputter Gulli ausgetauscht oder sowas, wird schon, ne? Hier eiern jetzt gerade zwei rum. Ich hoffe, biegt mal einer hier links ab. Nee, der nicht. Ist viel einfacher, wenn du das nur reparieren musst, was schon gut ist. Ich hoffe, das wird jetzt langsamer. Der fährt jetzt rein. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Der ist weg. Aber aufgeräumt hat er nicht. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Aber das ist ja total nervig. Also wenn ich das wirklich per Hand alles machen muss, wahrscheinlich mache ich es jetzt einfach und es ist eigentlich totaler Quark, das zu machen. Aber wenn man das jedes Mal machen muss, dann ist das Fall, dann kostet dich das Fall ganz schön Zeit. Immer und immer wieder, ne? Weil hier die Straßen hat es ja alle erwischt. Mein wichtig wäre eigentlich nur die hier. So. Weil jetzt funktioniert das Hauptnetz wieder. Und das ist eigentlich die einzige wirklich wichtige Straße, die wir haben. Weil die den Verkehr hier nämlich entlastet. Und jetzt sollte da nämlich auch ziemlich Action reingehen. Ja, wird genutzt, alles klar. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Oh, wir haben das Delta hier ziemlich zerlegt. A thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. So, machen wir hier nochmal ein bisschen Energie auf. Dann entwickelt sich da vielleicht auch mal was. Verlassen, warum? Weiß man nicht, ne? Wenig Arbeitskräfte wahrscheinlich, ja.
Das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe gerade. Finden wir aber auch noch raus, oder zumindest finden wir eine Lösung dafür, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier ist auch überall noch Stress, wir haben massive Abwanderung. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Weil hier sollten wir eigentlich sicherheitshalber ein bisschen firewatchen. Weil das liegt ja voll in unserem Einzugsbereich. Also hier sollten wir Ranger aufbauen. Ranger-Station. Die ein bisschen aufpassen. Dass hier dann auch im besten Falle nichts passiert, ne? So, okay. So, jetzt müssen wir erstmal im medizinischen Bereich mal ein bisschen verbessern. Hier möchte ich gerne ein Zentralkrankenhaus aufbauen, einfach weil wir so ein Ding auf jeden Fall brauchen werden. Rettungshubschrauber wird hier hinten auch geben. Zwei gleich. Ein Friedhof, einen zentralen. Kommt hier auch her. Wasser. Immer wieder wichtig, immer wieder neu, interessant. Und hier hat es auch was zerlegt. Machen wir auch gleich fertig. Okay. So. Strömchen müssen sich ja auch noch verlegen. Aber dann können die Hubschrauber ein bisschen starten. In dem Fall tun sie es sogar. Okay. So. Unsere Stadt hier ist immer noch massiv verlassen. Okay. Lassen wir es mal laufen. Hier, die Straße ist kaputt. Bringen wir sie wieder auf Vordermann. Damit hier auch wirklich mal ein bisschen Verkehr wieder durch kann. Aber wie gesagt, wenn du das wirklich jedes Mal aufs Neue machen musst, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen arg heftig. Ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders so ist. Weil da musst du ja jedes Mal aufs Neue, musst du ja im Prinzip hier alles wieder aufbauen. Und das finde ich jetzt echt nicht lustig. Weil das kostet ja auch unheimlich viel Zeit, das jedes Mal wieder aufzubauen. Und da muss ich sagen, das ist schon ein heftiger Aufwand dann. So, hier fangen wir jetzt mal an, wieder ein bisschen Grundversorgung einzulegen. Gerade eben Polizei. Müllberge müssen wir lösen, das Problem. Das ist ein Grundsatzproblem jetzt hier bei uns. Und auch da auch ein Energieproblem mit Sicherheit. Inhaftierte Leute haben mehr als genug Platz noch. Haben noch mehr als genug Platz. Wie gesagt, große Anlagen schützen uns hier auch ein bisschen. So, hier bräuchte man fast ein bisschen so eine Art Friedhof. Aber das ist natürlich jetzt eher doof, wenn du das mitten ins Gewerbe, mitten ins Industrieviertel reinsetzt. Okay, so, das passt mir jetzt erstmal. Hier die Müllverbrennung müssen wir noch ans Laufen bekommen. $30,000. Kriegen wir hin. Sollten wir auch gleich haben und dann ist auch gut für heute. So. Das sind so die wichtigen Teilgeschichten, die wir ja noch fertig machen wollen. So. Wie gesagt, das läuft jetzt alles wieder. Der Hauptverkehr sollte sich jetzt auch hier wieder ein bisschen entspannen. Tut er auch. Hier in die Stadt reinwärts ist immer noch viel los, aber schon deutlich entspannter. Wir haben sehr, sehr unglaublich viel Verkehr hier an der Seite. Scheint mir aber auch sich ein bisschen zu entlasten. Klar, an den Hauptecken immer wieder ein bisschen.
Oh, hier große Gebäude, schön. So, hier natürlich immer noch kranke Bürger. Wobei wir auch hierbei kein Krankenhaus haben. Kein großes. Aber das finde ich schon wichtig. Also hier so ein Krankenhaus hinbauen, ein großes Krankenhaus wäre, glaube ich, hier genau richtig. Kostenpunkt aktuell 65.000. Machen wir. Ist gebucht. So. 0 von 30 Krankenwagen in Verwendung. Das können sie jetzt mal. Können sie jetzt mal zeigen, was sie können. Hier hinten brennt gerade ein ganzes Feld ab. Aber auch da haben wir zum Glück sehr fleißige Hubschrauber, die sich darum kümmern sollen. Okay. Freunde, ich glaube, wir haben jetzt hier auch einen ganz, ganz guten Stand für diese Folge erreicht. Nächste Folge geht's weiter, dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Wie gesagt, hier haben wir noch ein Agrarfeld, das wichtig ist. Wichtig wäre. So, hier ist alles bereit zum Wiederaufbau, das ist super. Wie gesagt, falls einer das weiß mit den Straßenfahrzeugen, wie das so ist, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit haben, beschädigte Straßen automatisch aufbauen zu lassen durch irgendwas, sagt mir Bescheid. Ich freue mich da ganz arg drauf, wenn ihr mir da sagt, das kann man so und so erreichen. Wäre sehr schönstens. Okay, dann sehen, hören und spüren wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr den Bock drauf habt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.